Digga, mein Internet ist so arsch, dass ich nicht mal die Chests laden kann. Naja, dann halt nicht. Hier, willkommen in Deutschland. Erstes Mal hier. Ich bin länger in Deutschland als du es bist, der Kobi. Wie lange bist du in Deutschland? So lange wie ich lebe, also länger als du existierst. Aber du bist nicht genetisch deutsch, du bist kein reiner Arier. Ja, du auch nicht. Ja, aber ich bin rein Deutscher. Du bist trotzdem kein Arier. Ich bin Deutscher rein. Schön für dich. Ja, es ist auch wirklich schön. Das ist ja auch. Weiß ich aber nicht, ob es so geil ist, wenn man literally die schlechten Stereotype von Deutschland verkörpert. Du verkörperst keinen Stereotyp von Deutschland außer den schlechten Humor. Rassistisch. Ja. Echt. Die 0 von 3, hier sind nur 2. Ja? Ich hab actually Digital Descent komplett verlernt. Aber so komplett. Gefühlt ist nicht mal Etzer oder Dings der schwerste Part. Warum ist mein Stream wieder weg? Ey. Ich liebe es. Was? Ich liebe es, wie mein Stream schon wieder weg ist. Ja. Dann bezahl halt für besseres Internet. Glaswasserleitung, mein Freund. Ja, das müsstest du erstmal verlagern. Oh, easy, mach mal Hand, lern mal. True. Wer Techniker? Nein. Leg dir doch deine eigene Glaswasserleitung. Du bist doch Asiate, sollst das doch können. Was machst du, ja? Sterben, okay. Das not healed. Oh ja, also. Lass mal stehen bleiben, Hurensohn. Digga! Geht doch. Vedekshi, ich will jetzt mal vielleicht einen besseren Pattern machen. Den Wave Part. Oh mein Gott, nein, das ist schlecht. Oh Gott, was ist das? Diese Walking Sounds. Tatsächlich schon natürlich. Ich hab Click Sounds nicht im Stream an. Was? Ich hab Click Sounds im Stream an. Ich muss Hintergrundgeräusche unterdrücken wieder ausmachen.
Bei Genshin Streams mache ich es ja wieder an. Das Hintergrundgeräusch schon da drin. Die Nido Footstep Noises mit dem Skin sind so sus. Was? Stepping. Die Nido was? Stepping? Sus. Die Footstep Noises. Von Nido Skin hört sich an, als würde gerade jemand feppen. So. Weniger als wenn Nahida steppt. Nicht wirklich. Bei Nido hast du immerhin noch ein Klingeln. Oder sowas. Nein. Mit Nido hast du kein Klingeln. Ich bin mir recht sicher, man hört metallische Sounds. Das hab sowohl ich als auch Murmeli. Das haben sowohl ich als auch Murmeli beide gehört. Ich weiß nicht. Ich höre kein metallisches Geräusch. Nein, nicht. Klimpern halt. Wenn du mit Kamera ganz nah rangehst, aber so normale Distanz hörst du es nicht. Das ist nur das Fapping. Oh mein Gott, was war das? Ich kann Etzer doch nicht mehr. Ich habe vorhin gesagt, es ist schwerer als Etzer. Jetzt muss Etzer es mir heimzahlen. Ich hasse es. Ich glaube sogar, das ist mein neues Pattern für diesen Part. Oh mein Gott. Nevermind. Oh mein Gott, was war das für ein Tod? Ja, okay, vielleicht gleich beim alten Klick da dran. Autsch. Bro.
Diesen komplett neutraler an, was ist das denn? Actually, ich glaube, Spam ist einfach das Beste. What the fuck? Ist überhaupt noch jemand anderes in diesem Discord, bis auf Sakobi? Ja, Maxi und Fessen. Was? Ich hab mich gerade gefragt, ob es überhaupt noch jemand anderes in diesem Call gibt, außer... Nö. Dich. Ah, Die Fessen Base ist ist full mute. Mute. Und Max ist normal mute. Da, just the two of us, nicht? Ja. Du meinst nicht sehr begeistert. Und das Einzige, was ich von dir höre, ist auch immer nur so ein ab und zu erscheinendes. What the fuck, was hat mir Maxi geschickt? Nicht mir, aber so. Wow, wunderschön. Wunderschön. Average Genshin Climbing Experience. Adventure Rank 29. Ich kann gamblen! Juhu. Sicher, dass du nicht auf Yelan warten willst. Ja, ich muss sowieso nur so 50 bitte maximal, nicht mal. 20 oder so. 20, 30 bitte, machst du auch keinen Unterschied. Mehr Doch. Gambling! Vor allem, wenn du bedenkst, dass die Forsters scheiße sind. Oh, Forster, Forster, Forster! Oh, you! Linguan. Du weißt, ein Gambit sein, das ist schlimmer als ein 3-Star. Ich hab gefühlt 2-Star bekommen, das war's ja gar nicht wert, hätte ich lieber noch ein. Du warst Kabel. Was? Hm? Nee, Xin Yang. Ja, schade. Deshalb hättest du doch mal. Ich hätte lieber noch eine fucking, keine Ahnung, was. Boah, ist noch so ein Dull Blade, der mir da lieber gewesen. Sie bringt mit sich einen Dull Blade für Great Swords. Schade. Kann auf meinen KW dann. Ja, aber literally jeder einzelne Pull gibt immer eine Waffe, solange der Charakter neu ist auch. Also abgesehen davon, ja, wenn du Constellations bekommst, kriegt jeder. Gibt aber die Waffe ist schon infiziert. Da war schon Xin Yang dran an der Waffe, das will ich nicht mehr.
schön. Du kannst dich Genien auf keine Waffe pullen. Legen. Also ich kann dir doch Verdict geben. Ich kann dir Verdict geben. Richting hat jetzt Verdict. Zwei Sachen, die für immer gebancht werden. Verdict könnte für Garmin gut sein, wenn du es mit Xelonen spielst. Xelonen. Ist das ein Falschster oder ein Forster? Das ist doch diese GOD hier, oder? Ja. Braucht man die? Nächste Folge sollte sie einer der besten Charakter in Dings sein. In Fontaine. Und Fontaine ist ja nach. Ich meine in Netland. Und Netland als Region nach Fontaine muss insane Charakter haben. Was kann sie denn überhaupt? Ja, nur Leaks zu folgen, okay, das heißt nichts Finales, bis sie so wie Kasu hab, bloß dass du nicht swirlen musst. Und dass du kein Grouping hast, aber dass du basically auch Off-Field Resistance Shreds bekommst und Damage Bonus. Für deine Charakter. Und dass sie halt Geo ist. Glitch aus in der GOD, ja. Tja, sie soll aber scheinbar eine der cracktesten Charakter in Netland sein. Boah, man muss einfach an dem schlechtesten Charakter im Game das schlechteste Element geben und schon wird's was oder so. Nee, sie hat Tigerschwänze und Ohren, oh hell na. Du stehst auf Fake-Katzenohren. Weiß nicht, ob das so viel besser ist. Was? Du stehst auf Fake-Katzenohren. Ja, da sind sie so wenigstens fake. Das ist einfach nur ein Style und nicht ein Furry. Ja, du magst die Implikation von denen. Und bei Kitchen geht das doch noch, oder nicht? Na. Da sieht man, dass es Haar ist. Ist aber extra so geformt, dass es etwas andeutet. Wie war das zu spät, Alter? What? Jo, bist du. Digga, warum bin ich so schlecht geworden in Digital? Vor ein paar Tagen war ich noch deutlich besser. Nee. Digga, ich hab literally einen 42 bis 92% Run hinbekommen. Machst du nochmal? Was denkst du, was ich gerade versuche? Ja, warum hast du nicht geschafft? Weak. Ich dachte, du bist Asian.
so, ja. Schade. Dann halt nur 42 bis 70. Sehr schön. What the fuck? Ah. What the fuck, was hast du denn reingeschrieben, Maxi? Unmöglich. Na, da was? Oh. Maxi hat plus Hashtag groß Ü groß Ö minus Plukio Pü plus geschrieben. Tastatur berührt. Ja, ja, jetzt sag mal, hau raus. Was ist das für eine geheime Message? Ist das etwa dein Passwort zu deinem Pornhub-Konto? Oh, hey. Das brauche ich. Hab das Tattoo sauber gemacht mit Tuch. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist sein Pornhub-Konto, Leute, wir haben's. Ich hab gar nicht darauf geachtet, dass ich deinen Stream noch offen hatte, Digga. Ich wisch darüber, auf einmal sehe ich die Nachricht. Das würde ich auch sagen, Maxi. Ja, trust. Tja. Jetzt wissen wir alles über dich. Jetzt weiß ich, was für Kings du hast. Trust, das ist mein Genshin-Passwort. Ich wollte mich gerade einloggen. Ah, yes. Stimmt, das ist das. Kannst du nicht mal außersehen deine Bankdetails eingeben? Ja. Das sind seine Bankdetails. Was bringen dir meine Bank-Details, wenn du nicht weißt, wie ich heiße? Mit welchem Namen so, Digga. Er ist Maxi Panda. Du kannst doch auch außersehen eingeben, oder? Sein Nachname ist Panda.
Ja. Packst mal aus Versehen deine Bankkarte rüber. Ich geh wieder da. Meine Bankkarte verliert bald 60 Euro, trust. Jo. Du bist so leise, Matthias. Hä? Hallo. Hallo. Was, wo Leli? Ja. Ist das etwa Marlene, ja? Ja. Wie kannst du nur kein Vigor gelevelt? Ja, wie... Was macht Vigor überhaupt? Mehr Leben. Ach so, ja. Stimmt. Krass. Ups. Aber ich denke mir, wirklich, meine Bankkarte verliert bald vielleicht wirklich 60 Euro. Warum? Wenn ich 50-50 bei Jelan verliere. Trust. Oh nein. Oh Gott. 60 Euro. Um mein Pity zumindest so ein bisschen zu erhöhen, wieder direkt. Digga, wenn du actually 60 Euro raushaust für Jelan. Das Lustige ist halt, es reicht nicht mal. 60 gibt dir so in etwa 25 Puls. Ich sag ja auch, um Pity zu erhöhen und nicht um sie direkt zu bekommen. So. Ja. Sakubi, aber das Ding ist, den einzigen Stat, den ich gelevelt habe, ist tatsächlich Ausdauer. Aber die Sache ist, warum? Das, weil der extra einen Ultra-Nass-Dog-Run macht. Aber Schengling, wenn ich es mache. Musst du alle Bosse zu No-Hitten oder wie? Ja, das bin ich kaum. Also, ich bin One-Shot von dir tatsächlich, ja. Das ist so schön, wie ich alles verstanden habe. Mit dem Level ein Vigor doch One-Shot von allem. Korrekt. Aber nicht mal statisch leveln? War das ein anderer Call, Maxi? Nö, ich hab nur Ausdauer. Nice. Ich frag dann so Frosch, ob er auf diese Seite geht, wo er immer Sachen kauft, und dann gebe ich ihm das Geld und er kauft das da günstiger für mich. Du kannst es auch machen, ne? Naja, aber ich bin zu faul dazu. Ich lasse ihn das machen. Er kennt sich damit besser aus. Ich da was falsch mache. Bro, Digga, literally, du kannst da nichts falsch machen. Du musst dafür deine UID falsch eingeben. Und das kannst du copy-pasten. Aber ich muss über das Handy abholen dann, ne? Das wissen wir nicht, kannst du halt einfach warten. So, wenn es in 5 Minuten, 10 Minuten nicht angekommen ist, über das Game, wieso über PS4, dann musst du es mit dem Handy machen. Ja. Ich würde ja so oder so erst mein 50-50, wenn überhaupt übermorgen oder so, erst wissen, ob ich es verliere oder gewinne. Ja. Ding ist ja, ich bekomme ja für den ersten Kauf eh noch doppelt. Also. Ja. Wird mein Petty zumindest sehr erhöht. Worauf ich wahrscheinlich irgendwie die Hälfte oder so. Also irgendwie 40 oder 50 wahrscheinlich wieder. Oh mein fucking Gott, bin ich schlecht. Was war das für ein Tod? Ja, ich kann das Level actually überhaupt nicht mehr. Das ist unfassbar. Problem ist halt immer, dass PlayStation einen so richtig abzieht, Digga. Deswegen will ich das über die Webseite dann, wenn überhaupt, machen. Ja, gut war. What the fuck? Ich muss actually den Shit-Part da nehmen. Das ist unfassbar. Und Schengling kriegt dann wieder den Rest, was übrig bleibt. Schengling spart das Geld dann so zusammen von den ganzen Karten. Real. Irgendwann dann einfach so 5 Euro und kann sich Raken damit einmal kaufen. GG's. Ich meine, du kannst jetzt schon fast Raken mit dem Discount holen. Ich meine, Raken kostet da glaube ich nur so 4 Euro. Das ist cool. Weißt du, warum ist das da eigentlich so günstiger? Was ist der Grund dahinter? Ich check das gar nicht. Du kannst einfach in anderen Ländern, wenn kostet es mehr bzw. weniger.
Levelvergleich. Oh mein Gott, what the fuck, warum bin ich so schlecht? Die Sache ist halt, in der Schweiz zum Beispiel kostet dieses Angebot ja genau gleich viele Schweizer Franken, wie in Deutschland das Euro kostet. Die Sache ist, Schweizer Franken kostet zum Beispiel 2 Cent oder 3 Cent auf den Euro stärker als Euros. Das heißt, theoretisch sind in der Schweiz ein bisschen teurer als in Deutschland. So umgerechnet 4 Cent, 5 Cent oder 8 Cent, so um den Dreh. Und entsprechend... Ich mach noch einen Practice Run, Digga, das kann ja gar nicht sein. Und entsprechend heißt es aber auch, dass wenn du in anderen Ländern bist, wo die Währung, also wo der Preis im Vergleich zur Währung auch ein bisschen mehr oder weniger kosten könnte, das dann sozusagen in anderen Ländern kaufst, dann wird es sich auch mehr oder weniger kosten. Zum Beispiel, wir haben dann Server, Standort, was weiß ich was, Arabien oder wie auch immer. Und in Arabien kostet es dann, was weiß ich, wie viele von deren Währung, ich weiß nicht mal, sind es arabische Dollar oder so, ich weiß es nicht. Egal. Gehört es überhaupt zur EU? Ich weiß es nicht. Egal, du weißt, was ich meine. Irgendein Land, was halt nicht Euros benutzt. Und dann kosten dort die Angebote anders. Und wenn du es dann umrechnest in der Währung, ist es insgesamt weniger Geld, was du dafür ausgeben musst. Das heißt natürlich, je stärker deine Währung ist und je teurer der Preis in deinem Land ist im Vergleich zu deiner Währung, desto mehr wirst du einen Rabatt bekommen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich so einen leicht geringeren Rabatt haben als Frosch. Weil Frosch ja in Schweizer Franken zahlt. Und Schweizer Franken ein bisschen stärker sind als der Euro, so 1 oder 2 Cent pro Euro, wie gesagt. Wird dein Rabatt so auf den Euro auch nur so 2 Cent schwächer sein. Oder 1, wie auch immer. Das angenommen, das 50 Euro Angebot hat davor einen Rabatt von 10 Euro bekommen, ja. Frosch wird dann halt wahrscheinlich einen Rabatt von so um die 10,50 bekommen, 10 oder 11 Schweizer Franken. Ja, es hat unter anderem eventuell auch was mit der Steuerpolitik zu tun, wobei ich das da nicht weiß. In anderen Ländern. Ich weiß nicht, ob du die Einnahmen eines Videospiels in Deutschland dann auch sozusagen an Deutschland zahlen musst mit einer Versteuerung. Anyways, der Satz hat nicht so viel Sinn gemacht grammatikalisch, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ne, ich check schon was damit. What? Ich war generell auch bei Frosch, also weißt du, ob Frosch immer über diese so Website geholt, weißt du das? Früher nicht, inzwischen schon. Früher kannte die Website nicht, gab sie glaube ich nicht mal. Was? Bei mir ist es ja zum Beispiel so, mein Account ist ja mit PlayStation verknüpft, also ich habe ihn ja über PlayStation erstellt. Ja. Frosch hat das ja früher auch gemacht, weil Frosch hat ja auch mal auf PlayStation gespielt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann ja nicht übers Handy oder über PC, könnte ich mir keine Sachen kaufen, weil das Konto über PlayStation läuft. Ich verstehe nicht, warum Frosch das dann kann, so. Frag ich ihn später mal, wie er das gemacht hat. Ja, ich kenne das Problem allgemein nicht. Weil keine PlayStation. Nee. Oh mein Gott, was hab ich denn gemacht? Aua. Das Resin ist noch nicht mal hier vollgelaufen. Ich dachte, das ist sogar schon vollgelaufen. Das ist sehr gut. Erstmal wieder Resin verbrauchen auf Frosch seinem Account. Also sein zweiter Account. Let's go. Ich muss noch diese scheiß Nahida-Blumen fahren.
What? Ah, hier bin ich schon lange nicht mehr gestorben. Wen ist eigentlich Jelans Waffe noch gut, außer für sie selber? Nochmal was? Wen Jelans Waffe noch gut ist, außer für sie selber? Jedem Bow DPS. Jedem Einzelnen. Das ist crazy. Ja, das ist auch der beste Bogen im Game. Ist ein bisschen so wie Miss Billiter für Schwert. Für Sword-User oder Homer für Spear-User. Ist das nicht in der Theorie so, dass ich dann rein theoretisch, auch wenn ich jetzt mal angenommen, ich würde Collay dann auf DPS bauen, würde es dann funktionieren oder nicht? Natürlich. Das ist krass. Das ist so ein insaner Statstick. Und nicht nur ein Statstick, du kriegst auch noch Damage-Bonus oben drauf. Du kriegst einen 16% oder 20% Damage-Bonus obendrauf, wenn du in der Nähe von Gegnern bist, aka immer wenn du kämpfst, bist du in der Nähe von Gegnern, kriegst for free 20% Damage-Bonus plus 88,2% Crit-Damage und dann halt 542 Base-Attack, was höher ist als die meisten 4-Star-Weapons. Na, das ist halt krass. Das ist auch so die zweitbeste Option auf Lini, eine der besten Options auf Fischl, die beste Option auf Dings natürlich, auf Dings selbst, Yelan, eine der besten auf Child würde ich mal annehmen. Was gibt's noch? Auf Ganyu vermutlich auch. HP können halt nicht so viele Charakter benutzen, aber das ist ja auch nicht der Grund, weshalb so stark ist. Es ist ja nicht nur HP, sondern unbedingter Damage-Bonus. Die Bedingung ist, du musst in der Nähe von Gegnern sein. Das heißt, du kannst jetzt nicht Leute von 10 Kilometern entfernt snipen. Dann kriegst du den Damage-Bonus nicht, aber abgesehen davon, wenn du im normalen Combat bist, also immer in Abyss, immer im Imaginary Theater, kriegst du for free 20% Damage-Bonus. Ich weiß nicht, ob es 20 oder 16 war, auf jeden Fall HP. Ich glaube HP war 16% und Damage Bonus war 20%. Krass. Und Mövelette ist 20% HP die Waffe plus 16% Damage Bonus pro Stack bis zu 3 Stacks. Auf seiner Waffe. Actually, mir fällt auf, ich bin vielleicht ein bisschen zu müde, um actually Digital Distance zu versuchen. Ich bin actually sehr unaufmerksam. Mein Gameplay, also sehr unaufmerksam. Das ist insane. Das ist schade. Bitte was? Ich sag, das ist schade irgendwie. Ja, das ist nicht gut, wenn du ein Extreme Demon versuchst zu spielen. Vor allem dann nicht, wenn es dein Hardest sein soll, dein New Hardest. Das ist ziemlich dumm. Damit farm ich nur Attempts. Oh nein, das ist nichts Gutes, Attempts Farming. Das bringt dir nichts, außer dass es aussieht, wie wenn du schlechter bist, weil du mehr Attempts gebraucht hast. Mann, warum so schlecht Shingling? Tja. Hat weniger Geometry Flash gespielt als andere. Ah, ich habe inzwischen schon einen halben Tausender. In. Made an Attempt, unlock new ship, holy shit, ich habe noch nicht mal alle Attempts Achievements bekommen. Ich habe jetzt gerade erst ein neues bekommen. Und die Sache ist halt lustigerweise, ich habe derzeitig eine Wave, das ist ein Cursor. Das war auch ein Cursor, aber ein hoch aufgelöster Cursor. Der Cursor hier ist mein derzeitigen Cursor, den ich benutze. Ich meine, mein derzeitiger Cursor, der hat... Er ist so ein verpixelter und das war auch so ein Cursor, basically, aber einer, der weniger verpixelt ist, den ich gerade bekommen habe für viele Attempts. Ich weiß gar nicht, ist meine derzeitige Wave auch eine Attempt-Wave? What?
irgendwie wirklich nicht, warum dieser... Ich meine, ihr sagt, der Alhaifem ist an sich gut, aber ich finde, er sieht irgendwie so kacke aus. Ich weiß nicht, warum. Weil er halt so wenig Crit-Damage hat, so. Und deiner? Keine Ahnung. Ja, du hast halt keine Crit-Weapon auf ihm. Hast du Wolf Fang? Nein. Du holst dir nicht im Battle Pass, ne? Bisher Vorstein-Account, also. Achso, auf dem Account. Ah ja, Iron Sting, wait. Stimmt, du hast gar keine Alhaifem. Das war aber ich. Ja, nee, das ist ein guter Alhaifem. Du sagst halt, er hat weniger Crit, aber Crit ist nicht alles. Ich meine, er hat 420 EM so, das ist und insane. das ohne EM Sands, also. Genau, das ist halt insane. Deshalb sagen wir auch, das ist so insane. Hat halt sehr viel EM, das stimmt. Für ihn ist EM sowas wie... Ja. Circuit hatte 61 EM, auf seinem Sands 54 und auf seiner Flower 40, der gelben. Das ist so die Sache, du bemerkst es nicht, weil du immer nur auf Crit schaust. Aber das ist Fehler Nummer 1 beim Artefakte bewerten, nur auf Crit schauen ist einfach falsch. Ja, klar. So High CV ist gut, aber bei gerade Charakteren wie Alhaifem willst du nicht nur CV haben, sondern vor allem auch High EM. Hat er nicht sogar ein bisschen viel EM mit 420? Nein, wegen Iron Skate mit EM. Er skillt mit EM und seine Reactions machen mehr Schaden mit EM. Ist ein bisschen wie mit Nahida, also so, dass er nicht so, dass er nicht so hart mit EMs geht wie Nahida, aber... Also ich weiß halt, wie viel gibt Iron Sting, wenn es auf 90 ist? 165. Also kriegt er noch 30 dazu, okay. Also hat er 150, 450, so. Ich meine, er hat 150 IA, was auch okay ist, I guess, oder gut, so. Wie viel? 135? 150. Holy shit, das ist zu viel sogar fast. Echt? Naja, mit zu viel heißt es einfach nur, du hättest mehr Stats in... Du hättest die Stats auch besser investen können in offensive Stats, weil er braucht nur so um die 110 bis 120. Das heißt nicht, dass es schlecht ist per se, wenn es Defense oder HP wäre, wäre es schlechter. Natürlich, mehr Energy Recharge ist immer besser als mehr Defense oder Attack. Defense oder HP. Auf Alhaifem, aber. An und für sich ist es halt etwas, was du auch besser investen könntest. Ja. So alles über 110, 120 kannst du dir so vorstellen, wie Attack Flat auf dich annehmen. So, ist es immer noch eher gut als schlecht? Ja, aber willst du es trotzdem nicht haben, weil du bessere Stats haben könntest, stattdessen ja. Es ist nicht... Ich meine, sein Dendro-Goblet ist halt ass, ne? Sind wir ehrlich. Was hat er denn? 16% IA, 19% HP. Wow. 3,9% Crit Rate und HP Flat. Das ist halt wirklich ass, aber ich habe nichts Besseres. Und es ist sogar Offset. Wow. Das ist halt ein bisschen traurig. Ah, schade, das wäre ein schöner Attempt gewesen. Aber ich hab Straight Fly verkackt. Wie kann es sein, dass mein Muss und Inconsistent Timing vermutlich dieses eine Cube Timing ganz am Anfang ist? But trust is, ich bekomme bestimmt noch ein besseres. Ja, ist nicht schwer, was Besseres zu bekommen. Als das. Das einzige, was ich halt nur das, drauf ist, das Dreck genommen aus dem Grund, dass es halt Dendro Damage ist, so. Ja, verstehe. Nur deswegen habe ich es gelevelt. Nahida dasselbe. Nahida hat auch noch kein gutes Goblet. Wobei also sie auch nur gar auch kein Goblet eigentlich. Nahida, sie hat, das Ding ist, sie ist halt nicht auf Full EM gebaut, ne? Was ich mich halt frage, Frosch hat, warte, wie heißt die Waffe nochmal? Oh mein fucking Gott, an was sterbe ich? Ich hasse es. Was sie da wirklich drauf haben wollte oder nicht, I don't know, warte. Nochmal was? Hier, Frosch hat momentan Witziv auf ihr drauf. Ich habe das halt nicht geändert. Das ist auch fein. Aber er hat halt auch so ein, also ein Sacrificial Fragments hat er halt auch. Ich weiß halt nicht, ob das besser wäre für Nahida. Ich würde persönlich Sacrificial Fragments auf ihr packen. Ja,
auf sie packen. Es sei denn, du hast schon sehr viel DM bzw. sehr viel Crit Rate. Sie hat halt eine scheiß Crit Ratio. Deswegen, sie hat viel zu viel Crit Damage. Guck mal, mit Crits hat sie. What? An was bin ich gestorben? Oh mein Gott. Mit Zack hat sie jetzt 770 EM. Wie viel? Was okay ist, I guess. 770 EM mit Zack. Ja, ich würde halt lieber Zack draufpacken, um ehrlich zu sein. Nimmt sie eigentlich so viel Crit Damage her, oder? Woher? Wie viel hat sie denn? Glaube ich. Sie braucht auf jeden Fall, glaube ich, einen Crit Rate Circuit. Du weißt, dass sie bis zu 24 Crit Rate bekommt durch Elemental Mastery alleine? Sie kriegt Crit Rate. Durch Elemental Mastery. Wie viel Mastery. Bis zu 24. Ah, dann ist es okay. Dann alle 200 okay. EM über 200 kriegt sie 8% Crit Rate. So kannst du es rechnen. Das heißt, sie müsste derzeit so 17% extra Crit Rate haben. Wenn sie will Nahi da IA haben oder braucht sie das nicht wirklich? 120 bis 130 ist empfehlenswert. Also sie hat 118, also mal gucken, ja, wenn ich ein besseres Goblet bekomme, I guess. 118 reicht eigentlich auch. Man, das Ding ist, ihre Feather und Flower sind halt insane so. Sie haben nur das, was sie gefühlt haben will. Ich glaube nicht nur gefühlt, ich glaube, sie haben nur das, was sie haben will. Ja. Weiß sogar gar nicht, ob die mit mehr. Schwer zu sagen. Wird davon besser ist. Eigentlich hat sie genug EM. Eigentlich braucht sie so. Ich meine, eigentlich würde man da normalerweise so um die 800 haben oder mehr. Ja, klar. Aber ihr Dings ist ja so, guck mal, du musst bedenken, sie hat ja noch kein richtiges Goblet. Und wenn ihr Goblet halt EM bekommt, so. Dann passt das. Ich sag so, Nahida will um die 800 bis 1000 haben. Und über 1000 ist auch fein. Die Sache ist, wenn sie on-field ist, reicht 800 genau aus. Was? Sag nochmal. Die Waffe ist auch noch nicht fertig gelevelt, sag ich so. Ja, da kriegt sie auch noch ein bisschen was. Na dann. Das passt schon. Lohnt sich das zu refinden eigentlich, das Sack Fragment? Für Nahida nicht. Das weil warum auch immer hat Frosch davon 6 Stück. Ich weiß nicht warum, aber er hat es. Ja, keine Ahnung. Und der hat, eins hat er sogar schon R2 gemacht. Das ist Racebank. Ich meine, man kann ja Refinements machen. So ist nicht. Auf die. Guck mal, die Waffe ist jetzt auf 70 und sie hat 791 EM. Das Ding ist, die will auf dem Goblet auch Dendro-Damage-Bonus haben, ne? Dendro-Damage-Bonus oder ihr. Warum kann ich nicht in die Domain? Was war das? Hallo? Bin ich noch im... Nee, fuck. Okay. Ich hab keinen Sinn. Warum kann ich die EM... jetzt kann ich die Domain betreten. Erstmal wieder Leute finden, die mir helfen. Digga. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass ich mit dem Allhelfen auf jeden Fall schon die Domain schaffen würde. So ist nicht. Aber es würde halt dauern. Dann suche ich mir lieber irgendwelche Leute, mit denen ich die Domain mache. Oh mein Gott, Digga. Ich hasse diese zwei Blue Orbs. Ja, verständlich. Das mit Alhazen. Ja, das Problem ist halt, dass das Team so... Electro Traveler hat halt
gefühlt noch gar nichts an Artefakten. Ich glaube, er hat ein, zwei Artefakte. Also er hat ein Four-Piece, weiß gar nicht. War das irgendeins auch aus der Deepwood Domain? Ich weiß nicht, ob das Deepwood oder das andere ist, aber eins von den beiden hat er als Four-Piece momentan. Gar nichts, ne? Also wirklich nichts. Weil ich einfach nichts Gutes bekommen habe beim Stormboxen. Bisschen sad. Electro Traveler ist auch insane. Der macht gar nichts. Ja, ja. Aber Frosch sagt halt, dadurch, dass keine Cookie oder so auf dem Account ist, das ist halt. Das Beste, was du machen kannst, ja. Ich meine, ey, wir können auch Dori spielen. Vermutlich sogar besser. Wenn du unendlich eine Creature dafür hast. Okay, ich schieße, wäre schwer, weil du müsstest die Hyper Blooms manuell triggern. Ja, okay, actually ist Dori besser, ich weiß es nicht. Dori ist schon ass. Das Ding ist, so richtig komme ich mit dem Team so oder so noch nicht klar, deswegen muss mir jetzt noch ein bisschen einspielen. Dem Team. Moment, bin kurz weg.
Mama, du Schürwan! Nicht so was weg, Wan. Ich bin wieder da. Jo. Bist du noch da, Maxi? Ja. Nice. What? Zu spät habe ich's gehittet, ich glaub's auch, Alter. This game trolled actually. Es ist actually am Trollen. Digga, ja, mein Mage spielt Dori, ich kann das nicht mehr, Digga, was sehe ich hier? Dori, oh no. Alles gesehen. Alles gesehen. Es ist over. Wenn es nicht C6 Story ist, dann aus. Nein, er hat Ito und Sino gepullt. Ja, nee, egal, das gesehen. Wer hat Ito und Sino gepullt? Der Typ, der Dori spielt. Ja, mein. Nee, aber einer der anderen Teammates, weil er zuerst Sino ausgewählt hatte und dann Ito genommen hat, Digga. Alles gesehen. Wirklich. Schade. Also diese random Teammates, manchmal habe ich das Gefühl, entweder das sind Bots, Digga, oder das sind einfach wirklich Leute, die von Genshin noch weniger Ahnung teilweise haben als ich, Digga. Also das ist ja geistkrank. Ja, die meisten Leute wissen nicht mal so viel was von der Meta von Genshin. Die spielen sie einfach nur. Was mich immer nervt, ist, wenn ich in die Domain reingehe. Was? Von Deepwood, die Domain, die hat ja so einen sehr viel Elektro, so, weißt du? Also einer der Typen da ist Elektro. Und meine Mates spielen manchmal Lini. Und immer wenn die Lini spielen, machen die Pyro auf mich, dann schlägt mich dieser Elektro-Typ, Digga, und ich bin One-Shot. Das Lini ist geil, macht Pyro auf dich. Ja, ich weiß nicht warum. Lini aber macht kein Pyro auf die umliegenden Charaktere. Das ist Sven schon mit Bennett. Ja, aber ich weiß nicht, also immer wenn die Lini spielen, bekomme ich es, warum auch immer. Das wundert mich ja eben. Nee, also du kriegst definitiv, also du wirst nicht Electro-Applied. Vielleicht wird der Gegner Electro-Applied und er applied sich selbst mit Electro, ich meine, vielleicht wird der Gegner Pyro-Applied, er applied sich selbst mit Electro und dann steht ein Overload und es ist ein Self-Overload, aber es ist so eine Art von Dornen-Overload und dann trifft es dich auch. Das kann auch sein, aber ich halte es hier. Ist ganz komisch immer. Das triggert mich auch immer, wenn ich dann sterbe. Vielleicht ist es auch helfen im Solo auch einfach nicht.
Doch, natürlich, Alhaven ist der beste Solo-Charakter. By the way, ich bin bei 41% gestorben, was ist das für eine Scheiße? Es war der beste Run heute, aber 41 zu sterben ist sehr frech. Ich meine, wie gesagt, Novelette ist der beste Solo. Achso, nee, hast du Alhaven gesagt? Alhaven gesagt, ja. Oh mein Gott, bin ich geistig behindert. Ich dachte an Novelette. My bad. Nee, ja, lieber Novelette. Aber du hast Novelette auf dem Account nicht, ne? Beziehungsweise Frosch. Nein. Ja, dann würde ich aber auch einfach nicht Alhaven spielen, weil Alhaven ist nur mit seinem Team gut. Außerhalb seines Teams ist er so whatever. Das, ja. Da bist du besser off, wenn du XQ spielst. Ich habe auch teilweise immer wieder einfach Nahida gespielt, weil dann konnte ich mich ein bisschen raushalten aus den Kämpfen und bin die ganze Zeit einfach nur umhergelaufen und habe so I gemacht auf die Gegner. Ja, ist auch fein. Die Charakter halt alle so wenig Leben haben, dass ich gefühlt immer sterbe. Ja. Oh, was war das für ein Tod? Wirklich die Hälfte meiner Tode sind aber auch einfach nur der erste Q-Part, wo ich immer bei diesem einen Scheiß-Jump sterbe, weil ich es einfach nicht kann. Ich farme wirklich nur Attempts, es ist unfassbar. What? Oh, meine Maus war außerhalb vom Screen. Was mich nervt im Mehrspielermodus, dass man nicht verlassen kann, wenn es seine Welt ist und die anderen noch in der Domain sind. Das ist richtig nervig. Schade. Also, ich kann nicht wieder in den Singleplayer gehen, bevor der Typ aus seiner Domain rauskommt. Das ist schade. Ja. Sagen, ich finde doch manchmal traurig, so der Typ zum Beispiel, der gerade bei mir drin ist, ist eher 58, aber seine Charakter, wenn ich so auf die gehe, sind absolut trash, also wirklich, also der kann doch niemals alleine Risk hier oder so. Digga, what the fuck? Das war nicht das mit Digga, 58. Leute, um ehrlich zu sein. Aber mit 58 finde ich krass. Der hat Elan und seine Leute spielen halt einfach nicht auf Meta. Die wenigsten spielen wirklich auf Meta. Ich meine, er hat ja Elan, Novelette in seinem Showcase, Kazuha in seinem Showcase, aber der hat bis 10-3, also. Ja, das machen die meisten Leute. Nur bis 10-3. Die meisten spielen nicht mal Floor 11. Das ist krass. Weil die sagen, das ist zu schwer. Als dass sie es ausprobieren wollen. Die wollen nicht Reset Impact spielen, ja. Ich meine, die spielen es dann halt für die Charaktere oder die. Oder einfach nur fürs generelle Progress in der Character bilden oder für Exploration oder Story oder was auch immer. Oder nur fürs Gacha. Ja. Für die schönen PNGs.
What the fuck? Oh mein Gott. Was mache ich gerade? Nein. Mach sofort diesen Carvey raus, Digga. Bevor der Carvey mit mir hier in die Domain reingeht, hab ich... Digga, what the fuck? Kann das nicht mehr. Was für Carvey? Digga, es gibt halt Carveys. Bestimmt Momeli. Trust. Momeli mit der Signature von Dings spielt jetzt hier mit mir. Es gibt ein paar Carvey-Sims aus gewissen Gründen. Sag mal die Gründe, die interessieren mich jetzt schon sehr. Er wird mit Alhaven gegayshippt. Fest eine Menge schwule Leute und weibliche Wesen stehen auf ihn. Das ist crazy. Die Genshin Community ist gefühlt schlimmer als die My Hero Academia Community. Und in gewissen Parts ist sie sogar schlimmer. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht mal gefühlt, aber teilweise, Digga. Ich würde aber reden, dass mein Mate mit der Yelan einfach gestorben ist. Das ist schon ein bisschen hart. Oh, hat er gar, aber seine Yelan macht voll Fischer. Abgesehen. C6 ist das, wenn man, wenn die Yelan nach ihrem Burst danach noch diese komischen Charts auf den Gegner schießt, ne? Ich gehe mal davon aus, dass die Yelan dann C6 ist. Ja. Aha. Warum noch nicht? Aber wer das Geld hat, ne? So ist wahr. Ich weiß nicht, ob jeder das Geld dazu hat, der das macht. Weil nur Flex, ich hätte das Geld auch dazu, aber ich mache es nicht, weil es sich für mich nicht lohnt. Generell lohnt es sich für fast niemanden. Oh. Oh mein fucking Gott, warum habe ich nicht früh... Alter. Wie kann das Team aggressives so gut funktionieren? Alter. Hm, was? Das ist, mich wundert gerade, dass dieses... ich meine, I don't know, kann auch sein, dass das Team okay ist, aber... Wir spielen Yelan, Nahida, XQ und... Was ist? Cookie. Digga, das hat einfach dreimal so schnell gekippt, wie wir da vorne gekippt. Perfekt. Das wusste ich halt nicht, aber jetzt weiß ich's. Das erklärt dann auch einiges, warum das so schnell ging. Besser wäre noch, statt XQ Freena reinzupacken, und noch besser wäre es, wenn du dann Alhaven noch drin hättest. Ja, ich spiel halt, also ich hab Nahida und XQ ausgerüstet. XQ macht halt gefühlt gar keinen Schaden, weil er keine Artefakt hat, aber... Ja, egal. Das ist schade. Er hat zumindest ein 4-Piece, aber halt nicht gelevelt. Schade. Aber es geht trotzdem relativ schnell. Ich glaube, die Cookie macht auch viel Schaden von dem... Sorry, was? Ich sag, die Cookie von dem einen macht sehr viel Schaden, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig sehe. Wenn sie auf Level 90 ist.
auch nur halbwegs anständig gebildet ist, macht sie nicht wenig Schaden. Ich meine, so eine normale Cookie macht halt auf einem Hyperbloom 30.000, 32.000. Und mit noch mehr Buffs vielleicht sogar 34.000. Wenn die Feder hier Crit Rate bekommt oder Attack Prozent, dann ja. Nehme ich die gerne mit. What? The fuck? Was war das für ein Tod? Oh mein Gott, jetzt ist meine Maus schon wieder auf einem fucking Kabel. Es fühlt sich immer so schlecht an. Es fühlt sich dann an, wie wenn dein Klick nicht durchkommen würde. Ich diesmal ein gutes Emblem-Artefakt bekommen. Ob Strongboxen. In welcher Domain bist du? Ich gehe die Deep-Domain wegen beiden Artefakten. Einmal für Nahida, einmal für Helfer. Ich wollte erst auch Marisch Seehunter hier drauf farmen, aber hier ist halt abgesehen. Ich glaube, Alhaven kann Marisch Seehunter auch benutzen, glaube ich. Ja, aber nur mit Farina. Aber abgesehen von ihm ist hier halt kein Charakter drauf, wo sich das jetzt lohnen würde, Marisch Seehunter zu farmen. Ja. Deswegen habe ich gesagt, gehe ich halt weiter in die Domain und versuche Alhaven und Nahida zu verbessern. Ja, so ein bisschen. Und der Account will ja auch Cookie haben, das heißt, wenn irgendwann Cookie wiederkommt, dann wäre das auch sehr gut. Habe ich vielleicht direkt ein paar Artefakte für sie. Fucking hell. Oh, Mann. Sein, dass ich da die ganze Zeit verkacke. Digga, was sind das für Pieces? Das will kein Mensch haben. Weg damit. Willkommen in der Chingling-Domäne. Einfach. Digga, das Ding hat Hydro-Damage-Bonus als Main-Set und hat HP-Flat, Attack-Flat, Defense-Flat und HP-Prozent als Substats. Nice dann. Genau das, was ich schon immer haben wollte. Aber vielleicht geht das hier ja gut. Nee, weiß ich jetzt nicht. Wenn es nicht an HP geht, dann vielleicht für Excel. Ja. Jetzt sieht's gut aus. Spät losgelassen. XQ will im kein einzigen Team EM, oder? Nicht wirklich. Du kannst EM auf ihn bilden in National, wo sein Elemental Skill Vapes prockt.
du kannst ihn auch ein bisschen IM bilden, wenn du in Nidoblum-Teams spielst, aber ansonsten nicht. Ich gebe ihm trotzdem erstmal dieses Artefakt. Es hat zumindest trotzdem Ja und Attack als Substats, deswegen. Das ist okay. Ich meine, IM ist wirklich, wie gesagt, nur Nidoblum und National gut. National ist es sogar sehr gut, eigentlich, weil er macht schon so pro Elemental Skill um die 100-150.000, würde ich sagen, wenn er vaped. Und davon macht er meistens zwei wegen Sex Sword. Und in Nidoblum ist IM halt auch ein okayer Stat. Eigentlich willst du ihn da auf Damage bilden, aber IM ist dann auch ein sehr guter Stat, weil er ja mit IM dann mitscaled. Auf den Nidoblums. Kann man ihn sogar Full IM bilden, aber das ist in etwa gleich gut wie Full Damage. Und da Full Damage aber in jedem Team funktioniert und Full IM nur in Nidoblum-Teams funktioniert, bildet man da meistens erstmal Full Damage. Oh mein Gott, wieder zu spät released, so eine 10. Sekunde oder so. Es war auch noch ultra close. Fucking Red Orb, Digga, ich hasse den. Ein weniger hätten sie reinmachen können. Den Release immer zu spät. Wahrscheinlich, weil ich den Release actually zu früh mache auf dem Timing davor.
Oh, what? Nein. Alter, langsam verzweifle ich wirklich. Dann am Straight Fly. Oh mein Gott. Erstmal wirklich helfe meinen Eltern Essen machen und bin dann wahrscheinlich danach auch was messen. Also, jo. Denke ich, bin vor dem neuen Banner auf jeden Fall wieder da, aber ja. Okay, ciao, ciao. Oh mein fucking Gott, ich kann nicht mehr. Was war das für ein Tod? Ich dachte, endlich komme ich einmal zu fucking... Ich habe vergessen, wie der überhaupt nochmal hieß. Devin's Part. Nein, ich komme nicht mal zu Devin's Part, weil ich an der Stelle sterbe. Alter, ich kann nicht mehr. Was ist das? Actually, what the fuck? What? Thank you.
Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Holy fuck. Wie bin ich zu weit nach oben geflogen? Hätte ich zumindest einen guten Run hinbekommen. Einen nur. What the fuck? Natürlich schaffe ich es mit links. Aber nicht mit rechts. Ja.
Oh mein Gott, dieser Mini-Ship wirklich. Der fickt mich auch so hart, das ist unfassbar. Das erste Spider-Timing verkackt, oder ist das theoretisch das zweite, aber es ist basically das erste, was auch als Timing zählt, weil das erste kein Timing ist. Das erste ist einfach, sobald du Spider was machen. What the fuck? Es wird langsam wirklich lächerlich. Wow. For real, how? Straight Fly, selbstverständlich. Ich glaube, so bin ich noch nie gestorben. Im gesamten Level.
ich schon zu häufig gestorben, aber... Ja, ich musste sowieso, also ich konnte auch nicht anders. Sonst hätte ich einen Zacken von unten gehört. Ganz falls mal geklickt, weil ich zu weit unten war. Wenn man einen insane schnellen Double-Click hinbekommen hätte, hätte ich es noch überlebt, aber es müsste so ein Double-Click sein innerhalb von actually so 50 Millisekunden. Mein schnellster Double-Click ist wahrscheinlich so innerhalb von 130 Millisekunden. Oder 120. Warum? Ich habe das Gefühl, ich kann Devin besser als so manche andere Parts in diesem Level. Jetzt meine Maus schon wieder außerhalb des Screens. Okay, das ist ein Zeichen dafür, dass ich heute kein Gimmick Dash mehr spielen sollte. Ah, heilig Scheiße, das war ja so eine schlechte Digital Descent Session, das ist unfassbar.